Was geschieht jetzt? Okay. Ich habe ein bisschen Angst. Komm hoch. Du musst eine Zahl würfeln, glaube ich. Ich muss eine Zahl würfeln. Oh. Oder auch nicht. Hä? Was ist das denn hier? Das ist die Frage. Sieht aus, als müsstest du diesen Abschnitt nebeneinander absolvieren. Hier. Hier. Gut, das erklärt auch, warum... Wie ja, ich bitte. Nein, 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 vielleicht nein. Doch. Die Spieler teilen sich auf. Es wird abwechselnd gewürfelt, aber alle bewegen sich gleichzeitig auf ihrer jeweiligen Route. Landet ein Spieler auf einem Ereignisfeld, verschiebt ein Fließband die Ministerne. Eine Reihe nach links. So. Der Spielführer sollte sich anfangs die Lage der Ereignisfelder und der Ministerne genau ansehen und die Routen dann entsprechend festlegen. Mhm. So, Spielführer Wario, bestimme jetzt, wer welche Route nimmt. Wir fangen mit der linken Route an. Hä? Ja, wer soll da laufen? Das ist mir klar, verstehe ich nicht ganz. Also, ist mir egal. Achso, ich muss das Knöpfchen drücken. Ich gehe da lang? Du gehst da lang? Du gehst da lang? Sehr kreativ. Und du gehst da lang. Die Route festgelegt. Ja. Zack. Haben sie eilig? Die haben es eilig. Oh Mann, ey. Kann so bleiben. Würfel mal eine 2, bitte. Ich hab's jetzt verstanden. Danke. Jawohl. Easy. Oh. Ja, wir haben das Ende der Kopf-an-Kopf-Zone erreicht. Danke für die Platzierung. Ja, finde ich auch. Also, gern geschehen. War gemacht. Schauen wir mal, wie viele Ministerne jeder Spieler gesammelt hat. Ja, 3 für Wario, 18 für Peach. Das Spiel ist scheiße. Ja. Das war die Kopf-an-Kopf-Zone. Weiter geht's. Warum hast du mich so dehnt? Sieht das so aus, als ob ich irgendeinen Plan gehabt hätte? Ja. 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 Eindeutig wolltest du die Mieze spielen. Ja. Nein. Reiß dem Tod den Kopf ab, du hast ein extra Leben. Fast vorbei, da gehen wir ein Zwischenergebnis an. Yeah. Als wenn ich das noch irgendwie nach vorne bringen würde. Feuert sich noch so zu. Da ist er! Ich habe auch Geschenke. Na, was ist? Möchtest du richtig viele Geschenke von mir? Ja! Ja! Oh Mann! Nein, ach komm, sei kein Spielverderber, nimm sie, verdammt! Sehr gut! Ich hab doch Nein gesagt. Nein heißt Nein! 6 Bauernfelder dazu, schön. Wunderschön. Gut vorgelesen. Ist mir noch Lachs. Ich wollte sie ja gar nicht haben. So, schön rein an den Topf jetzt. Nicht wieder 3. Ja, das sieht doch besser aus. Palmapool, Pilzsuche oder Blindfischen? Ja, du das auswählen. Ich? Ja. Das soll doch erklärt, wenn ich auswählen. Ich möchte die Palmapool. Habe ich das jetzt richtig gelesen? Der erste verliert 10 Sterne? Ja. Nee, der letzte. Achso. Nee, der erste. Da stand eben, der letzte verliert. Oder nicht? Achso, die anderen gewinnen. Ich hab's verlesen. Ne? Irgendwie war da was. Das wurde so schnell weggeklickt. Achso, okay. Der letzte muss also 10 an die anderen 3 zahlen oder was? Irgendwie sowas. Ich hatte jetzt zumindest irgendwas mit letzter gelesen. Was wichtig ist, dass wir nicht verlieren. Wollen wir nicht einfach mal drücken und loslegen? Ich dachte, du darfst das machen. Nee, du bist immer dran. Schnapp dir die Ringe, die der Palmer ins Becken wirft. Rosa Ringe sind 3 Punkte wert, die goldenen Ringe sind 5 Punkte wert. Keine Scheiße. Neige die, halte die Wiefe waagerecht, neige sie in Richtung, die du schwimmen möchtest, bla bla bla, Start. Cool. Start! Jo. Reit. Start! Ja, das funktioniert großartig. Schon ist Bombe. Wie bewege ich mich denn nach vorne? Ich glaube nach vorne neigen, aber es ist. Wie so ein Schlüssel drehen. Na! Pissnecke! Gönn mir doch auch mal was. Meine Fresse. Na komm, da war ich doch. Nein! Oh, oh. Ich brauche auch keine Ringe, ist okay. Hau ab hier. Jawohl! Du machst da Ringe, wie so Kasse! Tschüss. No! Yes!
geh weg! Nein! Ja. Oh. Das Spiel ist nicht meins. Das ist nicht so super. Der Digga schwimmt zu langsam. Jawohl. What? Dabei schwimmt Fett doch oben. Elf? Schönes Spiel. Das jetzt kriegt doch der erste 10 minus. Quendet, ja? Letzter Platz. Bam! Ah, okay, dann. Oh, mein Arsch. Du sollst brennen. Ja. Danke. Ich kann mir das überhaupt nicht leisten. Das war ja was. Ihr habt euch wirklich nichts geschenkt. Ich freue mich schon auf euren nächsten Kampf. Wunderbar. Ich habe dem wohl was. Ich habe 10 Sterne verschenkt. Das ist nett von dir. Kannst du öfter machen. Ja, finde ich auch. Vielleicht kannst du von der Steuer absetzen. Als Spende abschreiben. Okay, 4 Felder. Ich nehme mal. 4 bis 6 Felder. Gute Idee. Na, ja, super. Heilig. So, wir sind gut vorangekommen. Na, Würfel. Den habe ich gebraucht. Willst du das wegschmeißen? Den hattest du. Ja, ich weiß. Ich schmeiß mal den hier weg. Nein, ich schmeiß den hier weg. Yes. Ich glaube, du hättest doch einfach sagen können, du willst nicht tauschen, das wäre das gleiche gewesen. Na und? Ich wollte aber 9 Würfel haben. Ja, hier ist Fabrik neu. Ich will auf jeden Fall zu meinem Kumpel. Ach, der, aha, dann will ich aufs Aufrufezeichen. Eine 4 muss ich würfeln, dann würfel ich bestimmt aus Versehen eine 5. Okay. Ah, ich dachte, ich drücke ein bisschen früher. Yes! Okay, das finde ich auch schon mal gut. Finde ich aber besser. Und das Beste kommt jetzt. Die Action jetzt bitte. Ist das eine Freude. Jetzt schlägt 13, Zeit für Bowser. Los, Spielführer Valucci. Dich trifft Bowsers Willkür. Vielleicht hast du ja Glück. Du sollst alle ankacken. Du hältst 10.000 Millisterne. Jo. Oh. Mann, hättest du nicht jedem alle Spezialwürfel klauen können? Bin doch eh schon letzter. Ich nehme dann mal eure Spezialwürfel. Ach doch, von ihm, danke! Was? Wow, jetzt hab ich mir die so schön aufgebaut. Hey, ihr seid ja selbst schuld. Da hat er recht. Nein, hat er nicht. Alles richtig gemacht, Bowser. Mach's gut, bis gleich. Und Bein steckt doch unter einer Decke. Der ich mir hart erspart. So, ja, nehme ich mal den Würfel. Schöne 4, bitte. 2. Langweilig. Let's go! Oh fuck, ich verliere gleich die Hälfte meiner Sterne. Let's go! Und ich kann nichts dagegen tun. Wie unfair ist das denn? Würfel 1 oder 2. Also ja, würde ich gerne tun, aber... Hätte einen Spezialwürfel nehmen können. Gott sei Dank. Ja, den ich nicht mehr hab, genau. Oh. 20 Sterne gebe ich doch gerne ab. Bitter. Ja, ich bin Zweiter. Ja, du warst Zweiter. Hier gegen Jeschen. Oh, es gibt Minispiele im Spiel? Cool. Auf geht's. Go, 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 go. Wir spielen. Nur Einsatz, Schollenparcours oder Reaktionskette. Ich bin für Schollenparcours. Also ich darf wieder aussuchen, du bist für Schollenparcours? Ja. Hoher Einsatz, hoher Einsatz. Das habe ich mal gespielt, ne? Ach stimmt, scheiße, hätte ich was anderes nehmen müssen. Fuck. Ich will nicht mehr das gleiche haben. Ja, drück Adrian. Warum darfst du aussuchen und ich muss A drücken? Weil du dran bist. Wähle eine deiner Karten. Wer die höchste Karte spielt, erhält einen Punkt. Der erste Spieler 3 Punkten gewinnt. Halt die Wirkung waagerecht, bla bla bla. Mit 2 aussuchen, mit dem Stimmen bin ich auch nicht. Also mit 2 bestätigen und mit dem Kreuz rechts, links, parallel. So. Start! Start! Danke. Macht mich nervös. Dann kriegt ihr beide einen Punkt? Das ist doch Arsch. Nein. Ach ja, toll. Toll. Der Toll, dann gewinnt er für sich jetzt. Das ist ja total bescheuert.
Ich denke, dann ist Draw und kriegt keiner von beiden einen Punkt. Ja, toll. Tim ist letzter. Komisch. Ende! Ist doch ätzend! Ende! Ich will den Tod wieder haben! Start! Finish! Ich finde es auch sehr schön, dass wir am Anfang den Punkt gelassen haben, wo wir alle nur eine 3 gewählt haben und vielleicht 4 gewonnen haben in der ersten Runde. Ich habe die 1 genommen in der ersten Runde. Dito! Weil ich mir dachte, die erste Runde gewinne ich eh nicht. Eben. So, fast geschafft! Was? Das ist ein Bosskampffeld. Da dahinter. Alles klar. Jo, auf geht's. Besser scheren, Pause scheren und auf geht's. Jo. Warum? Hi. Dun, 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 dun. Willkommen für Spielführer Luigi. Yay. Wenn du die Ministelle willst, musst du erst an meinem Scheren vorbei. Alles klar. Möchtest du König Buhus Wuselpuzzle, König Bochums Bombardement oder Blooper Kanonade? Bob-Omb, weil in der Bob-Omb-Fabrik sind. Natürlich. Also König Bob-Omb, ja, diese Wahl wirst du noch verfluchen. Na klar. Luigi. Die Würfelreihenfolge ist von links nach rechts und der Schaden einer Bombe hängt von ihrer Größe ab. Wählen zwei oder mehr Spieler die gleiche Bombe, setzen sie aus. Waagerecht behalten, Kreuz steuern, A, 1 und 2. Alles klar. Ja? Ja. Okay. Läuft. Ich hab's noch nicht ganz. Ich auch noch nicht, aber das läuft schon. Start! Leg mir im Arsch! Ach so. Was sollen wir jetzt nehmen? Die große Bombe oder was? Die große Bombe macht den meisten Schaden, aber wenn zwei Leute das gleiche wählen, so wie Luigi und ich, macht er keinen Schaden. Ich hab beide. Niemand die große genommen. Oh, so, was? Hat der eine was? Wieso? Ich weiß selbst nicht, was ich genommen habe gerade. Oh, nice! Gut! Ihr wollt halt auch keine Punkte. Ich verstehe das. Da waren zwei ganz dicke. Ich finde es auch sehr nett, dass du nicht meine genommen hast. Ich weiß nicht, welche Bombe ich von den Großen genommen habe. Oh, bitte, Kinder, ey, meine Fresse! Da zieht er so noch einen Punkt für ab, ey! Nein! Nein. Oh. Schiede! Wieso kommt Arjen immer durch? Ich weiß es nicht! Ich finde das so gut. Die ersten zwei Runden die Riesenbombe. Niemand fehlt sie! Echt, keiner hat sie genommen. Ich denke, da drücken alle rauf. Hab ich auch gedacht. Ich dachte mir so, oh nee. Auch, da drücken alle drauf, deswegen wollte ich sie nicht nehmen. Das ist das auch. Trotzdem nimmst du die? Ich wollte es mal ausprobieren am Anfang. Weil ich dachte, vielleicht nimmt sie ja keiner, weil man kriegt ja gar keine Punkte. Das ist irgendwie aufgegangen. Unverschämt. Von als Erste kriege ich auch noch den Bonusstern. Warte, ich dachte, ich kriege jetzt noch Bonussterne für den letzten Treffer. Vielen Dank. Oh, so, ein Spitzenspiel, ja, war voll toll. Sehen wir uns das Ergebnis an. Dank euch konnten wir die Mini-Sterne in der Fabrik retten. Vielen Dank. Gerne. Allerdings. Nur der Spieler mit den meisten Mini-Sternen kann Superstar werden. Was? Es ging ja nicht um Ruhm und Ehre. Natürlich nicht. Jetzt ist die letzte Gelegenheit, Mini-Sterne zu sammeln. Zeit, die Bonussterne zu verleihen. Die ersten Bonussterne bekommt der Würfelstar. Das ist derjenige Spieler, ja. Ich habe keinen einzigen verwendet. Der die meisten Spezialwürfe benutzt hat. Okay, das geht an wahrscheinlich Tim. Nee, der hat die nur gesammelt, nicht benutzt, ne? Ja. Oh! Aha. Ich habe keinen einzigen benutzen können. Wo ich mal einen hatte, hat mir irgendwie unser Browser das Ding geklaut. Was war das denn? Weiß so, ich auch nicht, die Escape oder so. Zum Minispielstar. Für diejenige, die meisten Minispiele gewonnen hat. Das geht auch nicht an Mario, ne? Ich glaube eigentlich nicht. Warte, für sich nicht wieder irgendwie ein bisschen doch, ja, toll. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Die letzten Bonussterne bekommt der Zufallsstar.
wer die meisten Zufallsfelder gelandet ist. Zufall ist, ich glaube, er wird aufgeteilt, ne? Ich glaube, das war ich auch nicht. Ich auf jeden Fall. Dann hätte ich gedacht. Cool. Ich hätte gedacht, Tim und ich hätten gleich viel. Gut, ich verkünde nur das Endergebnis. Sebastian ist... Warte, hat Wario gerade alle Bonussterne eingesammelt? Was? Nee, Luchi hatte die Ereigniskiste. Oh. 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 Hm, ich glaube, Wario gewinnt. Oh. Yay! Schnapszahl, du musst einen ausgeben. Nö. Er ist doch der Superstar. Ja, yeah, der kann sich ja leisten. Ja. Ja. Kennt jemand einen Laden, der Super, der Mini-Sterne als Währung akzeptiert? Klar. So, du bist der Superschmork. War super, ich habe das alles für Ruhm und Ehre gemacht. Ich gehe auf die Grafik. Ja. Voll spannend gewesen. Kann man noch irgendwas? Ja, okay. Ah, okay, danke. Warte, warst du jemals nicht auf den vierten Platz? Ja, kurzzeitig. Ja. Rangliste? Ach so. Was ist jetzt Mini-Sterne? Hier, das war, wollte mal gucken. So. Ja. Ich habe keine schwarzen gekriegt. Hatte ich nicht welche? Dachte ich. So, blau. Mini-Spielverlaufsterne. Ereignis, ja. Aha. Ja. Ja, Frechheit. War ein Traum. Wie hat's dir gefallen? Du hast zum ersten Mal das Spielprinzip gespielt bei meiner Party. Das ist richtig. Ich bin echt zwiegespalten. Ich finde die andere Art zu spielen, die alten Teile, besser. Es ist nicht uninteressant, aber es sind einfach zu wenig Minispiele, die man spielt, bevor man es durchspielt. Ja, dafür sind die Partien kürzer irgendwie. Leider. Tim, du hast bisher nur Mario Party 5 gespielt und dieses hier. Was gefällt dir besser? Definitiv Mario Party 5. Mhm. Also sehr viel besser. Gut, dann wollt ihr euch noch von meinen Zuschauern verabschieden. Tschüss. Ciao. Und rein. Bis noch nicht.